Mein Name ist Gregor Demblin. Ich habe im Alter von 18 Jahren einen Unfall gehabt, sitze seither im Rollstuhl und habe nach meinem Unfall gelernt, wie anders man plötzlich gesehen und auch behandelt wird. Und diese Schwierigkeiten und Barrieren, die da für Menschen mit Behinderung bestehen, haben zur Gründung von zwei Unternehmen geführt. Eines davon ist MyAbility. 18% der Bevölkerung haben eine Behinderung. Das heißt, das sind 1,4 Millionen Menschen in Österreich. Und das sind 18% aller Kundinnen jedes Unternehmens und 18% der Mitarbeiterinnen jedes Unternehmens. Das heißt, MyAbility hat einen ganz stark wirtschaftlichen Zugang zu dem Thema, berät Unternehmen dabei, wie sie dieses Potenzial schöpfen können, wie sie ihr eigenes Unternehmen voranbringen, indem sie aktiv hinschauen. Ja, Vielfalt im Team ist uns extrem wichtig. Ungefähr die Hälfte unserer eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat selbst eine Behinderung. Wir versuchen auch in anderen Bereichen so divers wie möglich zu sein und sehen, dass uns das genau in unserem Bereich zugutekommt, weil wir einfach ganz viel Erfahrung aus dem Team heraus entwickeln und schöpfen können, die wir dann in den Unternehmen einsetzen können. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Themas steigt definitiv, eben auch durch unsere Arbeit, weil wir diesen neuen Ansatz verfolgen, zu sagen, Disability, das ist kein soziales Thema, das euch vielleicht nur zu Weihnachten betrifft, wenn ihr irgendwo spenden wollt, sondern das ist ein Thema, das euch 365 Tage im Jahr beschäftigt. Das sind eure Kunden, das sind eure Mitarbeiterinnen. Und insofern ist ja natürlich eine ganz andere Herangehensweise von den Unternehmen. Wenn sie sehen, das ist ihre eigene Hausaufgabe und wenn sie hier gut sind, dann zahlt das auf ihren eigenen Geschäftserfolg ein. Und das ist der Grund, warum wir hier immer mehr Unternehmen ansprechen und stark wachsen in den letzten Jahren.